dass ich jetzt hier weiterkomme. Könnt ihr mich verschwinden? Ich bin sicher. Und dann sehe ich, habe schließlich. Ihr könnt das doch. Ich kann es nicht, wenn. Verschwinden lassen. Aber ich habe doch dieses eine Item. Dieses, ja, wie nennt sich das? Was mir auf jeden Fall ermöglicht, dass ich unsichtbar bin. Klar, er ist da nicht verschwunden, aber... Ja, der Typ, den gibt's auch noch. Hier eigentlich schon umgeschaut? Ist ja cool. Komm mal mit. Ey. Läuft da hin? Nee. Oh, wartet mal. Vielleicht muss ich jetzt schnell sein. Habe ich gerade das Rätsel gelöst? Das wäre ja super krass. Ich wollte eigentlich nur den Typen mal benutzen, um die Mönche jetzt ein bisschen zu grinden. Warte mal, vielleicht muss ich jetzt ganz schnell sein. Ich laufe mal schnell durch. Ich wollte jetzt eigentlich ein paar Mönche farmen. Für ein neues Level up. Aber, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Kerl mir den Drachen da hochzieht. Wo muss ich denn genau hin? Wo ist der Drache? Ich glaube, hier ist der falsche Weg. Ich glaube, ich muss noch ein Stück weiter, ne? War denn die alte Omi? Ich muss zu dieser Omi, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so lange hält. Aber er hält ja jetzt da das, den Drachen hoch. Also wenn das die Lösung nicht ist, dann weiß ich es auch nicht. So, mit der Omi rede ich gleich noch. Ist der Drache hier irgendwo? Da oben? Das gibt's doch nicht. Da habe ich aus... durch Zufall... Knallsam. Habe ich durch Zufall das gelöst? Da unten steht der Bobo irgendwo. Warte mal, wo ist es? Ja, da unten. Okay, jetzt muss ich nur noch... Zurück komme ich jetzt nicht mehr. Will ich auch gar nicht. Will hier erstmal weiter runter. Nicht hier runter... Da unten sieht es auf jeden Fall so aus, als könnte man da lang. Oh. Okay. Okay. Ah, oh, ist das hier das verlorene Tal eventuell? Gehen wir mal hier weiter. Ja, das ist ja super lustig, dass ich hier durch Zufall, ach, guck mal, hier ist sogar eine Statue. Bin ich denn hier? Höhle im versunkenen... Ja, das ist das versunkene Tal. Vielleicht hätte ich dann auch von der Seite hier, hier hinkommen können. Ist ja total bekloppt. Habe ich durch Zufall das Rätsel gelöst? Dabei wollte ich eigentlich nur den Typen. Ich wollte einfach Mönche farmen und dachte mir auch, komm, suchst mal den Dude und... okay, hier komme ich ja nicht runter. Oder kann man hier runterspringen? Ich glaube nicht, dass das... Nein, 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 nein. Nicht Sinn der Sache. War komisch. Irgendwas hat es hier mit dem Weg, mit dem
mit dem Wegpunkt auf sich. Wäre hier nicht dieser, die Statue des Bildhauers. Ja, echt witzig. Was kann ich denn jetzt noch tun? Also es gibt noch genug zu tun. Ich glaube, wir machen mal beim versunkenen Tal weiter. Das ist mir ein bisschen lieber, als da die Dunkelheit, in der Dunkelheit rumzuschleichen. Das macht einen immer so traurig und depressiv. Jetzt ist bei Dark Souls diese Level auch nie gemocht. Klar, die sind halt sehr stimmig und atmosphärisch, wenn man dort in irgendwelchen dunklen Minen und so rumläuft. Ich erinnere mich da immer sehr gut an Schandstadt und so. Ja, aber es ist doch irgendwie bedrückend, also wenn man dann da so 3-4 Stunden verbracht hat, fühlt man sich auch nicht so gut. Irgendwas greift mich an. Was ist das? Bist du ein Mensch? Für kein Mensch. Oder es war vielleicht mal einer, aber der war irgendwie bandagiert. Wie eine Mumie. Mir ist schon klar, warum die hier Waffen haben, also Schusswaffen. Dass hier so ein ekliges Gebiet ist, was sehr horizontal ist. Sehr vertikal. Springen muss. Man auf jeden Fall im Nachteil, wenn man keine Schusswaffe hat. Da oben ist schon direkt der nächste. Ich schau mich erstmal hier um. Nicht, dass diese Schlange hier wieder auftaucht. Die haben wir ja das erste Mal gesehen, als wir in so einem Tal waren. Sieht nämlich hier schon fast wieder so aus, als würde die hier gleich wieder irgendwo auftauchen. Schrotflinte auf 20 cm Entfernung solltest du mich eigentlich treffen, mein Bester. Wow. Beeindruckend. Da hinten ist scheinbar wieder so eine Art Dorf oder sowas. Hier den Schrein. Hier sind jetzt wieder recht viele Schreine. Oh, wer bist du? Bist du der eine? Nee, du bist nicht der eine Typ. Die Kanonenfestung war noch stärker, als wir gehört hatten. Es war leichtsinnig, unvorbereitet hineinzugehen.
Das weckt Erinnerungen. Ich höre die Senpo-Tempelglocke. Oh. Er hat's hinter sich. Also die Assassinen sind gescheitert. An dieser Stelle. War das irgendwie ein Tipp mit der Senpo-Tempelglocke? Glaube nicht. Ich gehe nochmal zurück. Falls das geht. Ich möchte nochmal an die eine Stelle, wo ich hier hätte abbiegen können. Gucken, was da weitergeht. War doch hier irgendwo, ne? Hier schon? Ich erinnere, dass das so weit zurück war. Hä? Wo war das denn? Das war nicht so weit zurück, oder? So weit zurück? Hier. Ah. Genau, hier wollte ich hin. Oh. Da unten war hoffentlich nichts mehr. Hier ist doch mehr zu sehen als ihr zwei. Was? Ich komme da nicht hoch? Verarschen. Anlauf nehmen. Stand doch gerade hängen. Ah, geht doch. Oh, ein Kürbissamen. Jetzt nicht gerechnet. Ich dachte jetzt, hier wäre ein Händler oder sowas. Das ist ja richtig geil. Geht's aber auch nicht weiter, ne? Das war wirklich nur für den Kürbissamen. Ich meine, okay, das hat... Der ist dann wirklich richtig gut versteckt. Wenn man so will. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Auf jeden Fall mal was ganz anderes jetzt hier auf einmal. Vorher waren wir ja viel in Tempeln unterwegs und teilweise in Höhlen. Und jetzt hier in dieser Schneelandschaft und dann, wie gesagt, auch so komplett vertikal, komplette vertikales Level-Design mit vielen Sprüngen. Auf einmal was ganz anderes. So, was sagt das Geld und die Erfahrungspunkte? Sterben sollte ich auf jeden Fall nicht. Okay, irgendwas hat mich gesehen. Ja, ich dachte es mir fast. Bestimmt Kanonen sind. Oh, Schlangenauge. Bossgegner. Okay, ich weiß nicht genau, was das gerade für ein Angriff war. Er war nicht parierbar.
das für ein Angriff? Muss ich springen? Ja. Wow. In die Fresse. Das war aber sehr merkwürdig. Ich habe den Konter gemacht. Ich hoffe, ich habe eine göttliche Dings. Das wäre echt super. Boah, nice. Okay. Ja, ich gehe noch das Level auf jeden Fall noch farmen. Kurz. Das machen wir. Ich glaube, das geht wirklich am besten bei den Mönchen. Habe ich den Kill gezählt gerade? Ich glaube nicht, ne? Wieso hat er sich nicht festgehalten? Sogar, das stört mich. Hör auf damit. Ah, dass die mich halt nicht entdecken, das. Vielleicht geht's irgendwie, aber ist nicht so leicht. Sind zu weit weg für einen Faustangriff. Mein Lieber. Okay, das ist einer, ein Faustkämpfer und ein Stabmensch. Aua. Aua. Konter. Ein guter. Fettwachsklumpen. Lecker. Wartet mal, ich kann ja die Figur benutzen. Dann machen wir das nochmal kurz. Und dann sollten wir auch den Fähigkeitspunkt gesichert haben. Und dann kann ich mich nämlich um den Boss kümmern in aller Ruhe. Klar, wir geben nochmal das Gold aus vorher. Mit dem Skelettmenschen möchte ich auch nochmal sprechen. Dieser, der bei uns am Tempel, nicht Skelettmensch, aber der Kerl, der halt immer wieder aufersteht. Ich habe ja jetzt eine Waffe, mit der ich ihn theoretisch töten könnte. Ich will mal mit ihm sprechen, ob er sich das vielleicht wünscht. Ob es da eine neue Gesprächsoption gibt.
anschauen. Jetzt sogar mit etwas Glück. Sehr lustig. Schon Level up, ja, okay, dann brauche ich die auch nicht mehr. Zum Maroden Tempel gehen wir. Ich könnte dich theoretisch töten, wenn du willst. Ist hier was drin inzwischen? Dieses Schwert auf eurem Rücken. Was ist es? Die sterbliche Klinge. Was? Sie ist echt. Würdet ihr mich damit von meinem Fluch erlösen? Er will es, ne? Er will ja sterben. Das werde ich, natürlich. Danke. Ein Mann mit euren Fähigkeiten könnte einen gnadenvollen Tod gewähren, richtig? Überlass das mir. Wunderbar. Ich muss Sekicho danken. Ich muss mich auf den Tod vorbereiten. Ich werde bereit sein, wenn wir uns wiedersehen. Ist vielleicht ein Bosskampf, dass man mit ihm dann quasi noch einen optionalen Boss hat und er, weil er sagt, ein würdevoller Tod, kann ja sein, dass er uns dann einen Kampf liefern möchte, weil er in einem Kampf sterben will. Kann ich mir gut vorstellen. So, wir reisen nochmal zum genau hierhin. Das ist, glaube ich, momentan der einzige Händler, oder? Der Sachen im Angebot hat, die wir gebrauchen können. Wollt ihr... Habt ihr das göttliche Kind des ewigen Wassers getroffen? Sie hat um Haaresbreite überlebt. Aber sie muss sehr gelitten haben. Behandelt sie gut. Hier, das ist von mir. Kaki, wow. Kann ich mir für 20 ich wollte es allen Groschen bei dir kaufen. Es allen Kindern geben? Alter, du bist ein bisschen creepy. Habt ihr das göttliche Kind? Sie hat, aber sie muss... 30, sorry. Du hast mir gerade einen Gegenstand geschenkt, der 30 Münzen kostet. In deinem Angebot. Ach, kacke, stimmt. Mit der Omi wollte ich ja noch sprechen. Ich jetzt nicht gemacht, wegen dem, weil ich so in Eile war. Mögen die Verst... Ich weiß nicht, ob ich den Kerl schon töten soll jetzt. Ich spreche ihn mal noch nicht an. Ich heb mir das noch ein bisschen auf. Gehen wir zum versunkenen Tal. Ist das richtig? Ich wollte jetzt anhand der Bilder nicht erkennen, welcher jetzt der Schrein war, wo ich hin will. Richtig. Das ist schon unfair, dass du mich hier beschießt.
Das ist krumm. Also, okay, es ist... Ich muss springen. So komisch. Ah. Ist eine Bitch, ne? Na, ah, jetzt habe ich 12 Flaschen getrunken, ich Dödel. Was ist mit meiner Gebetsperle? Oder? Irgendwie habe ich jetzt... Das hätte, glaube ich, nicht passieren dürfen. Ich habe auch gar keine Erfahrungspunkte bekommen, oder? Nee. Lügt die noch, oder was? Aber... Die hat schon irgendwelche Teile angeflogen gekommen. Nicht, ob das gerade hätte passieren dürfen. Ich glaube, die ist wieder da, oder? Ist einfach wieder da. Ach komm. In meinem Verstand müsste es eigentlich ein Kiro-Konter sein, was sie macht. Na komm, ich mach's. Sette nochmal. Fuck. Die dumme alte Frau. Oh. Was? Ah, oh, okay. Ja, das war ich selber schuld, weil ich cheesen wollte. Selber schuld. Also, ich muss erstmal diese blöde Figur hier rausnehmen. Beziehungsweise, nee, die Figur ist eigentlich gar nicht so schlecht. Was denn hier? Dämonien-Tanto. Ach so! Das ist... stimmt. Ich kann ja hier auch das Akku, das hier mal nochmal benutzen. Werde ich jetzt gleich auch machen.
Jagd.